Hi, hallo und willkommen zu einer kleinen Map-Vorstellung mit Namen Aquaris 3 von mir, eurem Fuindrat. Also, zuerst einmal, ja, ich spiele in der 1.13 und Doppeljahr, ich spiele mit Shadern, nämlich dem Sildius Vibrant Shadern auf High. Danke geht raus an meine GTX 670. Die etwas schafft, was meine GTX 750 Ti nicht geschafft hat. Ein weiches Erlebnis von über 20 Frames zu bieten. Das hätte ich mit meiner vorigen Karte nicht geschafft. Und wie man hier sehen kann? Yep, wir sind unter Wasser. Da ist das Licht auch ein wenig gedämmt. Und wir sind hier gleich in meine Baumfarm gegangen. Sie ist nicht automatisch, es ist kein Redstone hier drin. Und ja, als erstes einmal, wozu dient diese Karte? Nun denn, das sage ich euch auf dem Weg zu meinen Tieren. Nämlich, falls ihr meinen Kanal etwas länger verfolgt habt, wisst ihr, dass es mal vor einiger Zeit das Projekt Minecraft Tiefsee gab. Da wollte ich mir eigentlich eine Basis unter Wasser bauen, nicht darüber. Deshalb habe ich mir hier eine neue Welt gebaut und zack. Eine neue Welt mit neuem Seed, welche übrigens auch Aquaris 3 sein sollte. Aquaris 1 habe ich falsch gebaut, beziehungsweise ich habe keine Sicherheitskopie gemacht und dann vergeigt. Aquaris 2 habe ich einen falschen Weltgenerator angeschmissen und Aquaris 3 habe ich endlich eine Sicherheitskopie gemacht. Also, auf der 1.13 gibt es noch keine wirklichen Mods, die ich hier machen könnte, wie Storage Store, was ich eigentlich brauchen würde, dringend. Na, wie dem auch sei. Hier sind meine Tiere. 1, 2, 3, 4. 4 Schweinchen, 4 Schäfchen, 4 Hühnchen. Kühe und das war's. Wozu man Schildkröten braucht, weiß ich nicht. Zumindest ist es alles hier tief unter Wasser. Nicht ganz so tief wie damals bei Tiefsee, aber es ist schon mindestens 30 oder 40 Meter unter Wasser. Und das empfinde ich schon als ziemlich tief. Naja, wie dem auch sei. Ich wollte hier eine Map 2.0 für Tiefsee erschaffen. Falls sich entsprechende Mods auffinden. Keine Data Packs, sondern Mods. Und ich würde selbstverständlich gerne, dass diese Karte würde ich am liebsten in Tiefsee 2 benutzen. Aber momentan finde ich einfach keine entsprechenden Mod Packs für die 1.13. Weil das hier ist auf jeden Fall eine kleine Crafting-Ecke. Das hier ist eine kleine Verzauberungsecke. Das hier ist übrigens meine Bruchsteinfarm. Wie man hier sehen kann, fließt hier Wasser runter. Und wenn man hier einen Stein abklopft, zack, schon wird Lava. Schon wird Lava aktiv, fließt da so rein und schon haben wir es geschafft. Ach ja, es gefällt mir einfach, wie schön hier alles aussieht. Mit Shader. Trotz Default Texture Pack. Gut. Und vielleicht hat es auch meinem Prozessor gut getan. Der Performance hier, dass ich ihn um 700 MHz höher takten konnte. Naja, wie auch immer, das hier ist mein Haus. Hier ein kleines Zimmer. Noch ein kleines Zimmer. Das hier könnte mein Wohnzimmer werden. Weil ich habe so geplant, dass ich vielleicht irgendwelche Dekorationsmods hier einfüge. Schüssel ist mir ein bisschen zu aufwendig. Irgendwas mit Möbeln. So wie in Tiefsee 1. Vielleicht baue ich mein Schlafzimmer neben meinem Klo. Dann wäre hier die Küche, Vorzimmer. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Wie gesagt, es gibt hier kein Redstone. Na denn.
dann gehen wir noch woanders hin. Ich habe nämlich mit den Gedanken gespielt, irgendwelche, sollte ich jemals auf die Gedanken kommen, technische Mods zu installieren, habe ich mir ein ganz kleines Arbeitsgebäude gebaut. Hier. Alles unter Wasser. Und es ist eine Qual, wenn man das normalerweise im Survival-Modus machen möchte. Deswegen kann ich ja sagen, sollte es jemals zu einem Tiefsee 2 kommen, das ist Stockwerk Nummer 2 übrigens, nochmal ein, zwei Stöcke höher. Sollte es jemals dazu kommen, werde ich sagen, dass ich in eine verlassene Stätte hier gelandet bin und erstmal überleben muss. Naja, wie dem auch sei. Das ist das Wirtschaftsgebäude. Und ich habe noch ein paar. Auf jeden Fall hier, das hier habe ich vorbereitet. Zack. Was? Bin ich zu weit gelandet? Ich bin wohl zu weit gelandet. Tja, da haben wir unsere Waterworld. Es gibt hier nichts. Nichts als Wasser. In einem warmen Ozean. Und schaut mal, wie das aussieht. Ja. Gefällt mir. Und auf jeden Fall, jetzt gibt es noch was anderes. Jetzt sieht es nochmal richtig hell aus, weil wir uns noch nicht an die Wasserhelligkeit gewöhnt haben. Ich habe noch 4 von diesen Apparaten hier eingebaut. Zack. Nämlich, tada. Das sind meine Schleusen. Davon habe ich hier eine. An meinem Haus habe ich eine. Und durch die Eisentür können auch keine Mobs hier reinkommen. Hier habe ich eine. Neben meinem Aufzug. Hier habe ich noch eine. Und da habe ich noch eine. Also 4 Schleusen habe ich hier eingebaut. Damit, falls man hier unter Wasser ist, sich gut zu helfen weiß. Naja, aber wie dem auch sei. Ich wäre nicht ich, wenn das noch nicht alles wäre. Wenn das schon alles wäre. So zum Beispiel, damit Zombies das nicht mit ihren bloßen Auftreten anfangen können. Selbstverständlich gibt es einige stylischere Türen, aber was soll's. Ich habe noch 2 Dinge vorbereitet, die ich wahrscheinlich brauchen werde, falls ich jemals in Versuchung komme, hier zu craften. Und hier sieht alles, es sieht alles sehr viel natürlicher und wärmer aus. Tja. Damals hätte ich von solchen Lichtqualitäten auf meiner PS3-Version echt geträumt. Aber nicht von diesen Datenfehlern. Stellt euch mal vor, ihr müsst das hier alles trockenlegen, ohne Modifikation. Das ist eine Qual. Uhu, Gold. Was ich aber jetzt nicht brauchen kann. Naja, auf jeden Fall, hier ist eine kleine Höhle. Na denn. Hier ist eine Höhle. Das hätten wir dann hier. Ich finde es ja, es ist ja ein Traum mit Shadern hier durchzugehen. Hier ist wieder Gold. Eisen, Gold. Und noch ein paar andere Sachen hier. Na denn. Jetzt müssen wir aber laufen. Oder wir lassen es. Hier ist es noch so ein bisschen lang. Und tada. Schon geht's viel Kohle. Selbstverständlich ist das so ein Survival-Projekt innerhalb des Wassers. Ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache als wenn man das, sagen wir mal, normal, wie üblich, jedes 0815 Minecraft Let's Play an Land machen würde. Finde ich zumindest. Und hier war mal ein Lava-Becken. Und Monster, die nervige Geräusche gemacht haben. Naja,
Jetzt gehen wir wieder zurück. Und übrigens, was ich nicht hören werdet, aber meine Grafikkarte hat schafft es zwar, das in vertretbaren Bereich zu machen. Aber man kann schon deutlich hören, dass sie was zu kämpfen hat. Naja, trotzdem, es ist eine ehemalige High-End-Grafikkarte. Und da möchte man doch ein bisschen besseres Ergebnis in einer als eine Einstiegsgrafikkarte der nachfolgenden Generation erwarten, oder? Gut, die GTX 670, die ich habe, von Gigabyte übrigens, mit der WinForce 2 Edition, braucht zwar zwei 6-Pin-Anschlüsse, aber ich bin mit dem, was sie liefert, mehr als zufrieden. Und hier habe ich mir ein paar hundert Block lang Tunnel gebaut, wo man hier einfach schön ins Wasser gucken kann. Zack. Und hier kann man auch lang gehen. Ich habe hier schon ein paar Steinchen hingelegt, damit man hier noch sehen kann, wo es lang geht. Und da hinten ist ein... Na, was ist denn das? Irgend so eine Unterwasserruine, denke ich mal. Hier, diese meinte ich, diese Magmablöcke. Die ziehen ein Luft rein, weswegen man auch nicht ersticken kann. Ich demonstriere es mal kurz. Wie man hier sehen kann, verliere ich Luft. Viel Luft. Aber, naja. Tada, es ist wieder da. Und ja. Jetzt habe ich mich wieder zurückgesetzt. Und... Naja, jedenfalls diese Welt hier, die ich hier erschaffen habe, hat was. Man könnte hier ordentliche Unterwasserabenteuer erleben. Man könnte es, wenn man es wollte. Und wenn man die entsprechenden Mods hätte. Naja, wie dem auch sei. Ich wäre sehr erfreut, wenn es Storage Store geben würde. Beispielsweise. Und vielleicht die eine oder andere Tech-Mod. Und allgemein Mods, die man hier unter Wasser anwenden kann. Und die nicht allzu kompliziert sind und nicht allzu viel Einarbeitungszeit benötigen. Na denn. Wir sehen uns zu Hause wieder. Na denn, da wären wir, zu Hause im frühen Deutschen Reich. Und ja, ich mag zwar nicht den schönsten Baustil haben, aber es sieht nun mal aus wie eine versunkene Unterwasserruine. Also wie eine verlassene Unterwasserstation. Der Antike. Natürlich hätte ich hier noch weißen Beton verwenden können, um dem Ganzen einen etwas futuristischeren Look zu geben, aber das hätte ich zu steril gefunden. Naja. Wie dem auch sei. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, was ich euch hier gezeigt habe. Und ich hoffe, ihr könnt euch auch, wie ich, darunter vorstellen, wie das hier aussehen würde, wenn ich ein Mod-Projekt hier draus machen würde. Wir sehen uns auf jeden Fall in meinen nächsten Videos wieder, hoffentlich. Lasst mir doch gerne ein Like, ein Abo oder entsprechendes Feedback da, falls ihr wollt. Bis dahin und tschüss.